Hallo liebe Teste Freizeitparks-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Für uns geht's heute zur Wintersaison 20 und 21 in den Europapark. Wir nehmen euch natürlich mit und wünschen euch schon jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir sind jetzt in dem Park, vor uns liegt jetzt eine Stunde Hotel, VIP-Öffnung. Zuerst geht es zu Arthur, ich denke danach zum Alpenexpress und was wir sonst noch so fahren werden während der Öffnung. Werdet ihr jetzt im ersten Abschnitt sehen und danach melden wir uns, denke ich mal, bei euch wieder zu Wort. Bis gleich. Wir waren jetzt schon zwei Runden auf dem Alpenexpress, dann eine Runde auf dem Wellenflieger, auf der Kolumbusjolle und jetzt stehen wir bei Feriasweh. Arthur hat doch nicht geöffnet, obwohl es irgendwie draußen angeschlagen stand. Was soll's, gehen wir vielleicht später noch hin. Aber jetzt gehen wir erstmal in Richtung Island gleich langsam. Wenn der östliche Park Aufwand macht, denke ich, werden wir zuerst zu Bluefire oder zu Wodan gehen. Bleibt auf jeden Fall dran, dann werdet ihr es erfahren. Song for you when you rest beneath the star. At times you will need to stay aware. At times don't improve a lack of care, but you'll find what you need if you just open up and see. When the world came to tear you down, you stood alone and found that there is love all around you. So smile, 'cause it's Christmas. It's not as easy as it sounds.
Wir waren jetzt, wie angekündigt, zuerst auf dem Wo, dann danach auf Blue Fire Park. Ist menschenleer heute, was uns für den Park natürlich sehr leid tut. Wir werden den Tag trotzdem ausnutzen. Und wahrscheinlich gleich noch ein paar Wiederholungsfahrten auch auf Blue Fire und Wodan machen. Denn wenn man so leer ist, muss man es natürlich auch wirklich ausnutzen. Und jetzt geht's durch den holländischen Themenbereich. Ich denke in Richtung Euromir als nächstes. Oder wollt ihr zu Piraten in Batavia noch? Ja, Piraten. Gut, dann geht's jetzt zu den Piraten. Wir waren jetzt, wie angekündigt, eine Runde auf Euromir. Danach haben wir mal wieder eine Runde mit der Schneeflöckchenfahrt gedreht und waren jetzt gerade in der Schweiz, wie ihr gesehen habt. Sind dort eine Runde zuerst mit der Bobbahn gefahren und dann mit dem Matterhornblitz und sind jetzt hier im französischen Themenbereich, wo es jetzt zum Eurosat Concorde Coaster geht und danach zum Silverstar. Und wie es danach weitergeht, wissen wir auch noch nicht so ganz. Ihr werdet es wieder sehen, eigentlich wie immer. Bis gleich. Wir haben jetzt noch diverse Wiederholungsfahrten oder sind diverse Runden, nicht Wiederholungsfahrten, sondern sind eher diverse Runden mit dem Silverstar gefahren und direkt ein paar Runden mit Pegasus und jetzt sind wir hier im deutschen Themenbereich auf dem Weihnachtsmarkt, wo Steffi und Tobi sich einen kleinen Mittagssnack geholt haben. Für Steffi gibt es eine Schupfnudelpfanne mit Sauerkraut und Tobi kommt hier gerade mit einem Stückchen Pizza von Marius Pizza. Die beiden lassen sich das Ganze jetzt schmecken
Und danach geht es dann gleich weiter. Nach dem Mittagssnack waren wir jetzt eine Runde auf der Panoramabahn und jetzt will Tobi hier in den Coca-Cola-Shop gehen, weil da kann man sich irgendwie so eine Schutzfolie aufs Handy kleben lassen mit Europa-Park-Design. Das möchte er jetzt gerne machen. Also geht es jetzt als nächstes dorthin. Tobi zeigt euch dann gleich einmal sein Handy. Und danach, was machen wir danach, Tobi? Das müssen wir da noch überlegen. Wir melden uns gleich wieder. Das war jetzt ein schneller Besuch in dem Coca-Cola-Shop. Tobi hat sich jetzt doch gegen so eine Handy-Panzer-Tape-Hülle da entschieden. Hat ihm doch nicht so gut gefallen. Stattdessen hat Steffi hier so ein Europa-Park-Ansteck-Herzchen-Pin geholt für uns drei. Und jetzt geht's weiter. Ich denke mal, zuerst seht ihr jetzt ein paar Impressionen vom historischen Jahrmarkt im irländischen Themenbereich. Und danach, denke ich, werden wir gleich eine Runde mit der Monorail drehen. When the first snowflakes are falling from sky, falling from sky, slowly and quiet, and the world is colored into white. Oh, how I love Christmas time. When the first snowflakes are falling from sky, slowly and quiet, and the Christmas star is shining bright, quite high in the sky. First snowflakes are falling. Wir sind jetzt hier in Irland angekommen. Kaum sind wir da, ist Tobi schon wieder am Essen. Diesmal wieder hier ein Cookie von Ling. Hatten wir gestern schon, als wir im Park waren. Schmeckt auf jeden Fall echt gut. Und was haben wir sonst hier noch gemacht? Natürlich haben wir jetzt gerade eine Runde mit dem Bar Express gedreht. Und auf den Spinning Dragons, wo wir echt überrascht sind von, muss man ganz klar sagen. Hätten wir gar nicht so eingeschätzt, dass sie echt sich so schnell drehen. Macht auf jeden Fall Spaß. Also ich denke, eine der unterschätzten Attraktion hier im Europa-Park. Und jetzt geht's weiter zur Monorail und mal gucken, was wir dann noch so fahren werden. Wir sind jetzt inzwischen wieder in Skandinavien angekommen, haben eine Runde mit der Monorail gedreht und ja, was soll ich sagen, so leer wie heute habe ich den Europa-Park, glaube ich, noch nie erlebt, dass man bei Wodan sogar durch die, wie heißt es denn nochmal hier? Virtual Line. Genau, durch die Virtual Line reingehen kann. Da sie sonst die Züge nicht voll kriegen würden, ist schon echt krass, deswegen das werden wir jetzt erstmal ein bisschen noch genießen. Ein paar Wiederholungsfahrten noch auf Wodan, Blue Fire und so machen. Und dann, sobald es gleich dunkel wird, melden wir uns auf jeden Fall bei euch wieder. Das heißt, wir sehen uns gleich. So, mit diesen Bildern hier von den Maskottchen Ed und Co. melden wir uns jetzt auch wieder zurück. Inzwischen beginnt die Abenddämmerung. Wir werden jetzt zur ersten Runde mit der Euromir drehen, euch da auch ein paar On-Ride-Ausschnitte jetzt von zeigen. Und dann gibt es gleich natürlich ganz viele Impressionen aus dem beleuchteten Europa-Park. Aber wie schön ist es, endlich mal wieder lachende und glückliche Kinderaugen zu sehen, wenn sie ihren Helden hier, sprich Ed und Co., wieder nah sein können. Gefällt uns wieder richtig gut. Schön, dass das wieder möglich ist. Genau, jetzt geht's los hier auf der Euromir. Genau. Thank you.
Ihr habt jetzt noch Online-Ausschnitte vom Silverstar gesehen im Dunkeln, von Blue Fire und vom Wodan. Alles drei Mega-Achterbahnen, natürlich auch im Dunkeln. Und jetzt eilen wir hier gerade zur Ed und Eddas Wintermärchen, zur Abendshow auf dem, beziehungsweise am großen See, wo auch die Dschungelflussfahrt ist. Während wir da jetzt hin eilen, seht ihr ein paar Impressionen aus dem beleuchteten Europapark. Wir hetzen, weil die wieder nicht genug gekriegt haben vom Achterbahn. Schön dunkel hier. Bist du sicher, dass wir den Winterzauber hier draußen finden werden? Aber klar doch. Komm mit, Edda. Da hinten muss er sein. Wie sieht so ein Winterzauber eigentlich aus? Das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass wir ihn finden müssen, damit wir ein schönes Fest feiern können. Und wie willst du den Winterzauber dann erkennen, wenn du nicht einmal weißt, wie er aussieht? Jetzt komm schon. Wir werden ihn schon erkennen. Gute Nacht, Mann. Lasst uns gemeinsam herunterzählen. 5, 4, 3, 2, 1. Vor Weihnachten allerseits!
Wow, was für ein stimmungsvoller und schöner Abschluss des Tages mit der Show hier am See. Und ja, die Winter Starlight Parade, davon habt ihr jetzt auch schon ein paar Ausschnitte gesehen. Und jetzt geht es für uns noch eine kleine Runde zum Abschluss mit der Monorail. Da werden wir jetzt noch eine Runde mitdrehen und dann melden wir uns gleich dort, wo der Vlog begonnen hat, in zwei Motelzimmer mit einem kleinen Abschlusswort. Wir sagen bis gleich. Mit Sturmfrisur machen wir jetzt den Abschluss vom Vlog. Das war unser Vlog zur Wintersaison 20 und 21 im Europapark Erlebnisresort. Es war wieder ein wunderschöner Tag hier. Können wir euch absolut empfehlen. Schaut auch unbedingt noch vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.